Zuschauer. Auch dieses Jahr hat unsere Blumenabteilung dafür gesorgt, dass der Frühlingsanfang besonders farbig wird und offeriert Ihnen eine ganze Palette von bunten Frühlingsblumen zum Aktionspreis. Passen sind ein Blickfang auf jedem Fenstersims oder Balkon und machen auch im Garten in der Rabatte einen guten Eindruck. Immer willkommen als erster Frühlingsgruß ist ein Tulpenstrauß. Und mit 100 zusätzlichen Superpunkten hat man die Moosrosen bestimmt noch lieber. Viele Blumen bekommen im Laufe seiner Laufbahn als Verkehrsdirektor hat auch unser heutiger Gast. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Kurt H. Illy. Hallo Kurt. Grüezi Pascal. Kurt, du bist den meisten Zuschauern als erfolgreicher Verkehrsdirektor von Luzern bekannt. An was für Projekten schaffst du heute? Seit meiner Pensionierung habe ich eigentlich eine ganze Reihe von interessanten Aufgaben übernehmen. Eine ist das Präsidium der City-Vereinigung Luzern. Eine weitere Aufgabe ist in Basel. Vorstandsmitglied von Basel Tourismus. Und dann tue ich mit meiner Frau zusammen ein Hochzeitsarrangement anbieten für japanische Ehepaare. Du hast noch ein Buch mitgebracht, das von deiner Zeit als Tourismusdirektor von Luzern erzählt. Das ist richtig. Der Präsident des Verkehrsvereins Luzern hat mir als Überraschungsabschiedsgeschenk ein Buch geschrieben, das doch in sehr lebendiger Art und Weise 22 Jahre Tourismusgeschichte von Luzern wiedergibt. Danke, Kurt. Wir haben uns erkundigt und wissen, dass du gerne gut essen tust. Ich bitte darum jetzt in die Küche. Denn heute kannst du auch gut kochen, zusammen mit dem Andy Zaug vom alten Stefan in Solothurn. Mit grossem Vergnügen. Salut Kurt. Salut Andy. Grüß dich miteinander. Kalbsbrust auslecken und beidseitig mit Salz, Pfeffer und Paprika würzen. Für die Füllung Speck und Schalotten andämpfen, eingeweichte Morcheln gut ausdrucken und mitdämpfen. Gehackte Pistazien sind Milch eingeweichtes Brot und Eier dazugeben. Alles gut miteinander verrühren und mit Salz, Pfeffer und Thymian würzen. Jetzt Füllung auf Kalbsbrust streichen, zusammenrollen und mit einer Schnur binden. Das Fleisch und Kalbsknochen ca. 10 bis 15 Minuten schön knusprig braten, Zwiebeln und Rüebli dazugeben und mit Weisswein und Wasser ablöschen. Dann in einem Bröter während anderthalb Stunden im vorgeheizten Ofen braten, ein paar Mal wenden und mit Schü begüssen. Wenn es soweit ist, den Brotenschü absieben, die restlichen Morcheln dazugeben und mit Salz und Pfeffer würzen. Und jetzt das Fleisch tranchieren, mit der Brotengarnitur und der Soße anrichten. Wenn es hier etwas schnell gegangen ist, empfehle ich gerne die neue Coop-Zeitung. Dort könnt ihr das Rezept im Einzelnen nachlesen. Viel Spass beim Ausprobieren. Einen guten. Besten Dank, Andy und Kurt Illy. Von Coop Naturaplan gibt es zwei Arten von Fleisch, nämlich aus artgerechter Haltung und Fütterung und von Höfen mit biologischer Landwirtschaft. Man kann es an der Verpackung gut unterscheiden. Das Coop Naturaplan-Fleisch ist blau verpackt und in der Metzgerei ist es in einer blauen Schale. Das in der grünen Packung ist das Coop Naturaplan Biofleisch. Dann kommen wir jetzt zum Wettbewerb für unsere Zuschauer hier im Studio. Die Frage hat gelautet: Mit welcher Farbe ist das Biofleisch von Coop Naturaplan gekennzeichnet? Mit blau, grün oder gel? Die richtige Antwort herausgefunden, nämlich grün. Und damit zwei Tageskarten für die Expo 02 mit einer tollen Verpflegung im Restaurant Bio Tavola gewonnen hat Frau Nicole Zweifel. Gratuliere. Ich darf mich bei allen fürs Mitmachen bedanken und natürlich ganz besonders bei dir, Kurt, mit dem Strauß aus unserer Blumenabteilung. Vielen herzlichen Dank. Nochmal zurück zum Frühlingsanfang. Von jetzt an ziehen wir wieder etwas mehr voraus und nicht wenige aufs Velo. Im Bau und Hobby sind jetzt die neuen Leopard Bikes 2002 eingetroffen und warten auf stolze Besitzer. Besonders erwähnen wegen der günstigen Preise möchten wir heute das Leader-Modell Trekking Prairie Speeder, das Mountainbike Tricker für Jugendliche im Alter von 8 bis 13 Jahren und
für die Kleinsten das Kindervelo Mini Maus. Ebenfalls im Bau und Hobby bekommen sie eine Fülle von unentbehrlichem Zubehör fürs Velofahren. Zum Schluss hier noch ein Geschenktipp von Interdiscount. Dort bekommen sie den tragbaren Intertronic CD-Spieler Little Roundy für Batteriebetrieb und Anschluss ans Netzgerät für 77 Franken. Das war es für heute. In einer Woche geben wir Ihnen einen kulinarischen Vorgeschmack auf die Expo 02 mit einem feinen Seeländer-Rezept. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Weiter einen schönen Abend und auf Wiedersehen.